Es ist wieder Grillsaison. Ja, es ist Sommer. Es ist Grillsoßensaison. Ja, immer noch. Wir machen wieder Grillsoßen. Eine. Ja, okay. Joghurt-Knoblauchsoße mit Joghurt und Knoblauch. Und Zwiebel. Wir machen ja eine Joghurt-Knoblauchsoße. Dafür brauchen wir Joghurt. Und zwar am besten einen griechischen oder türkischen mit 10% Fett. Und zwar 250 Gramm. Knoblauch, das ist eine Zehe Ackerknoblauch. Und eine gehackte rote Zwiebel, den Saft einer halben Limette, ist ein bisschen Basilikum, ein bisschen Schnittlauch. Pfeffer. Salz. Olivenöl. Fertig. Mischen, lol. Was mache ich jetzt? Erstmal mir Platz, weil du nimmst hier viel mehr Platz ein, als du brauchst. Danke. Bitte. Genau. Du brauchst 250 Gramm Joghurt. Mhm, und einen Löffel. Und einen Löffel. Und ich mach dir derweil die Knoblauchzehe klein. Das ist jetzt 250 natürlich. Genau. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr große Zehe Ackerknoblauch. Wer weniger mag, soll weniger nehmen. Also ich empfehle für die Menge so 2 bis 3 Zehen normalen Knoblauch oder so viel, wie du magst. Wer weniger mag, sollte keine Joghurt-Knoblauchsoße machen. Das kommt erschwerend hinzu. Aber sie fix, die nervt. So, und jetzt mache ich was? Jetzt tust du 3-4 Esslöffel Olivenöl mit dazu. Mhm. 1, 2, 3. Passt. 3/4. Und die... Die? Limette. Die halbe. Die halbe. Zitrone wird auch gehen, aber ich finde, Limette ist da eigentlich eher... Das, ich finde das irgendwie gerade sexy. Und ich finde diese Presse, die ist voll cool. Kein Product Placement. Ja, und auch keine Pressearbeit. Die komplette? Die komplette halbe, genau. Habe ich gemacht. Sehr gut. Und jetzt? Dann hast du noch eine Zwiebel. Die kommt, du hattest irgendwann mal was gesagt von glatt rühren, und dann wird es halt nicht mehr glatt, sondern stückig. Freilich wird es glatt. Es geht ja nur darum, dass du das einmal kräftig rühren musst, damit der feste türkische Joghurt auch etwas flüssiger wird, etwas cremiger wird. Und dann kannst du den Knoblauch da reinpressen, aber ich kann dir jetzt auch gleich den Schnittlauch geben, weil den habe ich nämlich schon geschnitten. So, dann presse ich den Knoblauch da auch rein? Ja. Und ja, zugegeben, das ist viel Knoblauch, aber wir lieben viel Knoblauch. Es ist eine Knoblauch-Joghurtsoße. Ich hätte hier auch gleich ein bisschen Basilikum für dich. Und jetzt kannst du ein wenig weiter rüber rutschen, wenn du magst. Jetzt muss ich erstmal abkratzen. Es wäre ein bisschen früh. Genau. Und dann muss es nur noch durchgerührt werden. Mit dem Schneebesen. Ja, finde ich. Mit dem Schneebesen finde ich gut. Ich habe hier rumgesaut. Sowas. Du auch. Ich auch. Und wann kommt Salz und Pfeffer? Wenn das ordentlich verrührt ist und wir abgeschmeckt haben. Ah. Was? Ach, nix. Mhm. Da fehlt Salz. Und Pfeffer. Normaler schwarzer Pfeffer tut's. Ich habe jetzt hier einen bunten. Das ist auch okay. Macht etwas fröhlicher. 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 Muss ich jetzt nochmal rühren? Ja, außer ich soll. Und das Schöne ist, wenn von irgendwas zu viel ist, wenn dir zu viel Knoblauch dran geraten ist oder zu viel Salz oder zu viel Limette, egal, völlig egal. Tu noch Joghurt dran. Genau. Dann sind wir jetzt insgesamt bei ungefähr, ja, so 3,5 Teelöffel Salz gewesen. Ich glaube, ich will da irgendwas mit Hähnchen dazu machen. Können wir machen. Das wäre auch eine saugeile Salatsoße. Mhm. Wir probieren jetzt erst. Komm. Wie die wohl schmeckt? Ich weiß es nicht. Sie hat vorher die ganze Zeit gerührt und ich konnte es nicht mit ansehen. Deswegen muss ich jetzt noch mal ein bisschen... Nimm dir einen Löffel, Schatz. Boah, du bist so nett zu mir. Ja, ich weiß. Ich habe dich geheiratet. Ich habe das schriftlich. Ich darf das. Du darfst nicht weglaufen. Ich esse jetzt Grillsoße pur. Ja, iss mal Grillsoße pur. Wir müssen die zu irgendwas dazu essen. Wir müssen grillen. Mhm. Schmeckt sie denn? Mhm. Ja, wir haben ja auch nämlich vorher noch gar nicht probiert. Die hat uns aber noch eine halbe Stunde durchgezogen. Alter, die hat eine halbe Stunde durchgezogen. Die ist richtig, richtig lecker geworden. Mhm. Boah, wenn dir die Zwiebeln da drin nicht passen, dann lass die Zwiebeln weg. Das geht nämlich auch ohne. Und wenn dir der Knoblauch da drin nicht passt, dann mach keine Knoblauchsoße. Nein, keine Knoblauch-Joghurt-Soße. Dann mach nur eine Joghurtsoße. Mit Zwiebeln.
Jetzt wird es ein bisschen esoterisch. Ja, der Link zum Rezept findest du unten in der Infobox. Genau, deine Kommentare findest du unter der Infobox, nämlich im Kommentarbereich. Und die von anderen auch. Ihr dürft euch gerne unterhalten. Und unter dem Video auf YouTube findest du den Abonnieren-Knopf und daneben findest du so ein kleines Glöckchen. Und dieses Glöckchen, wenn du nämlich drückst, nachdem du uns abonniert hast, kriegst du mittwochs und samstags immer eine Benachrichtigung von YouTube, wenn wir ein neues Video rausgebracht haben. Genau, und ich brauche jetzt irgendein Stück Fleisch, wo ich die Soße drauf tun kann. Ich glaube, ich packe die auf Knäcke. Oder ich löffel sie pur. Das ist eine Idee. Okay. Ja, das war jetzt. Tschüss. Ja, tschüss.